Herzlich willkommen, dein Gitarrencoach Clemens. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist jetzt die beste Gelegenheit. Und wenn dir meine Videos gefallen, gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. So, dann legen wir heute los mit der Verbindung. Heute geht es so ein bisschen um Shape und Improvisationsmöglichkeiten von A-Moll-Shapes in der ersten Position und zweiten Position. Sprich hier in der fünften Lage. Genau. Und dann hier in der siebten Lage. Also fünfte, siebte Lage verbinden. Da gibt es ja zwei typische Moll-Shapes, der Moll-Pentatonik, Moll-Blues, Moll-Normal. So, jetzt spiele ich mal die ein bisschen durch. Also die erste kennt ihr ja. Dann nochmal langsam. So, und jetzt das zweite Shape liegt ja jetzt hier oben, also siebte Position, erste Finger. Und dann geht es hier mit dem zweiten Finger los, im achten Bund auf der E-Seite. Dann vierte Finger, dann 1, 4, 1, 4. 1, 3, dann kommt 2, 4, 1, genau, 2, 4 und 2, 4. Genau so, also. Also hier nochmal 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Das sind jetzt die beiden Shapes. Und dann geht es ja darum, dass man bei der Improvisation mit den zwei Scales so das Maximalste rausholen will, so an Dynamik, so an Variation. Und dann wäre es ja nicht schlecht, wenn man die beide Positionen einfach mal miteinander verbindet. Und da würde ich einfach wie folgt vorgehen, indem du hier immer zwei Seiten quasi erstmal für sich übst. Wie werden die gespielt? Da einfach hier ein bisschen rumprobiere, dass ich hier ein paar Patterns dir rausfindest für dich selber, ein bisschen improvisieren. Sowas zum Beispiel, oder? Genau, kannst du ja schon ein bisschen Verzierungen mit reinnehmen, aber am besten mal erst ohne, mit ein bisschen Rhythmik. So. Und dann kommen die nächste zwei Seite. Dann wieder zwei Seite weit hier G und D. So, und dann wieder. So, dann wieder zwei Seiten. Die und die A-Seite. Und dann zum Schluss noch die E und die A-Seite. So, dann kannst du die hier untereinander, also in der siebten Position, in der zweiten Position, A-Moll Pentatonik, kannst du dann hier ein bisschen kombinieren. So, auch ein bisschen mit Sprünge, so zu den anderen Seiten, zu den tieferen Seiten nach unten. Und immer die Zweierpaare beachten, so dann. So, und dann wieder hier auf der Ding. Dann hier. So. Dann wieder.
und verbindest die zwei Scales. Wenn du jetzt hier auch nochmal davor geschaut hast auf der Amol-Pentatonik. So. Immer zwei Oktave. So, und dann machst du einfach mal die mittlere Lage, zum Beispiel in der fünften Position und in der oberen Lage hier auf der mit der siebten Position, genau, zweite Lage Moll. So, und zwar. Also, wir wollen hier mittlere Lage. Also D-Seite und G-Seite. Hier. So, und dann kombinieren wir die. Dann wieder zurück. Dann wieder zurück. So, dann können wir. Dann können wir auch hier oben mal auf die obere Lage. Das gleiche spiele, so, dann auf D- und G-Seite. Dann vielleicht hier mit der Tiefe kombiniert in der fünfte Lage. Und die Sache würde ich einfach mit dem Playback, würde in A-Moll, gibst ein YouTube A-Moll Playback in A-Moll, so, oder C-Dur, und dann kannst du hier mal wirklich immer die Paare üben. So. Verzierungen einbauen. Dann immer halt das Komplexe. Dann wieder. Hier mal im ersten, dritten Finger. Das ist es. Genau. Also schau dir mal diese zwei Shapes nochmal genau an. Erste Position, zweite Position. Patterns, genau. Also A-Moll Patterns. Erste bis fünfte Position. Heißt es immer, einfach mal bei Google eingebe, A-Moll, fünfte Position, fünf Positionen in A-Moll auf der Gitarre und Shapes, Englisch Shapes, und dann findest du alles Weitere und üb das und gib mir einfach mal ein bisschen Feedback, kommst voran. Ich schaue es aus und unten rein kommentiere. Und bis dann, dein Clemens, dein Gitarrencoach und ciao.